bei Canon Rumors wieder kräftig. Es gibt neue Gerüchte, neue Sachen, neue Spezifikationen sind geleakt worden. Es geht um den Nachfolger der Canon EOS R, beziehungsweise es ist ja gar nicht der Nachfolger, es ist der Vorgänger. Es ist also eigentlich vielmehr der Nachfolger vom Vorgänger, aber erstmal Intro. Es geht also nicht, wie vermutet, als nächste Kamera, die von Canon rausgebracht wird, um einen Nachfolger der 1DX Mark II, so wie die Canon EOS R mehr oder weniger ein Nachfolger oder ein Äquivalent im spiegellosen Bereich zur 5D Mark IV ist oder zwischen der 6D Mark II und der 5D Mark IV. Nein, es ist tatsächlich ein neues Einsteigermodell angekündigt worden und nennt sich Canon EOS R. P, wobei ich dachte, wenn irgendwas P heißt, dann kommt das irgendwie, verbinde ich das mit Pro und ich dachte tatsächlich, das könnte ja der Nachfolger eben der nächst höheren Generation von spiegellosen Kameras sein. Aber wie gesagt, es ist die Canon EOS R P, eine spiegellose Kamera im Einsteigerformat. Es gibt die ersten Fotos zu sehen, kann ich euch mal einblenden hier. Da ist dieser kleine, das kleine Display oben, das Schulterdisplay ist nicht drauf, da ist so ein Wahlrad wohl drauf. Wenn man auf der Canon Rumors Seite schaut und dem Glauben schenken mag, das hat sich ja eigentlich immer recht schnell und recht nah an der Wahrheit bewegt. Diese ganzen Sachen werden auch ziemlich gut upgedatet. Es ist wohl der Vollformatsensor der Canon EOS 6D Mark II verbaut, wo dann viele wieder sagen, inklusive mir, Dynamikbereiche, da gab es ja diese Riesendiskussion damals, als die 6D Mark II herausgekommen ist, muss das sein, jetzt in der heutigen Zeit. Wäre schade, wenn das wirklich unverändert so einfach in die Canon EOS RP Einzug halten würde. Es ist auch nicht ganz klar, selbst auf Canon Rumors wird hin und her überlegt, ist es 24 Millionen Pixel, ist es 26,2 Millionen Pixel. Dann hieß es, es gibt einen neuen Sensor, jetzt heißt es, es ist der alte, also der alte der 6D Mark II. Natürlich mit dem DJIC 8, dem neuen Prozessor, der auch in der Canon EOS R drin ist, aber gucken wir erstmal in die Spezifikationen. Ich gucke ab und zu mal ein bisschen weiter nach oben, weil da die Sachen aufgeführt sind auf meinem Bildschirm. Also wir haben wohl laut neuesten Gerüchten 26,2 Millionen Pixel. Vollformatsensor, was also die quasi absolute Einsteigerklasse im Vollformatbereich ist. Preis, gut, kommen wir später zu. Es gibt natürlich klassischerweise den Dual Pixel CMOS AF Autofokus. DJIC 8 ist der Prozessor, wie in der Canon EOS 8. Wir haben Continuous Shooting, also 5 Bilder pro Sekunde. Wir haben die ISO von 100 bis 40.000, aber eben nach oben pushbar bis 102.400. Wir haben den OLED iViewFinder, also ich denke mal, es wird der gleiche Bildschirm sein, interner Bildschirm, Monitor wie in der Canon EOS R. Wir haben diesen 3.0 Type Touch Panel, steht da. Also ich denke mal, es wird auch der gleiche sein wie in der Canon EOS R, oder vielleicht auch in der 6D Mark II. Wer weiß, ob sie da auch nochmal ein bisschen irgendwie in der Qualität runtergehen, weil die Kamera wirklich sehr viel günstiger sein soll. Sogar günstiger als die 6D Mark II jetzt noch ist. Ich bin also da wirklich gespannt. Dual Sensing ES, DLO in Kamera, RAW Development in Kamera, C-RAW kompatibel. Das ist die Frage, kompatibel, ob es drin ist oder zuschaltbar ist, ob es C-Lock zum Beispiel gibt, ist auch nicht klar. Vielleicht wie eine 5D Mark IV, dass man es dazu kaufen kann, oder vielleicht ist es auch schon drin, wer weiß. Wir werden es alles erfahren am 14., also am Valentinstag, kann man sich ja gut merken, da soll die Kamera tatsächlich dann vorgestellt werden. Sie ist nochmal um einiges kleiner, wie wir hier auf den Maßen sehen, 132,5 zu 85 zu 70. Wenn wir das vergleichen mit den Maßen von der Canon EOS R, ist es nochmal ein, nicht ein Riesenstück, aber spürbar kleiner. Und vor allem das Gewicht, 440 Gramm, also jetzt nur für den Body. Und inklusive der Batterien 485, was heißt, dass es nicht der LPE6 ist oder LPE6N ist, sondern es ist dieser E17, glaube ich, ne, der in der M50 auch drin ist.
da kann man nur hoffen, dass diese Batteriedauer dann auch wirklich ausreichend ist. Gut, weiter geht's mit der Linse. Es soll tatsächlich als Kit-Linse auch die RF24-105 drauf sein, was ein Knaller wäre. Das in Verbindung zu einem Preis von, wie man hört, zwischen 1300 und 1500 Dollar. Jetzt mal nur der Buddy, aber mit Adapter wäre ja die günstigste Einsteiger-Vollformat-Kamera, die auf dem Markt ist. Und da tatsächlich Canon ja, wie man jetzt in den letzten Berichten gesehen hat, also die absolute Cash-Cow sozusagen, ist tatsächlich die M50, über die auch jeder erstmal gemeckert hat, aber die jetzt denen im Prinzip die Bilanz gesichert hat und Canon gerettet hat und deren Marktanteil im spiegellosen Bereich gesichert und ausgebaut hat. Was eigentlich ursprünglich keiner gedacht hat. Ja, und jetzt ist es ja eigentlich echt eine logische Fortführung, dann daraus jetzt eine Vollformat-Nachfolge zu machen von der M50. Und das ist jetzt die Canon EOS RP. Und ich finde es gar nicht mal so dumm. Ne? Also ich schätze mal, Jay Christina ist zum Beispiel auch ein YouTuber, den ich mir auf Englisch oft angucke. Hey everybody, welcome back to the vlog. Thank you so much for joining me for tea time this morning. I appreciate all of you for being here. So, today we're going to be talking a little bit more about Canon. I have an update for you on that EOS RP. Der meint, dass spätestens dann zur Olympiade 2020 dann die Profikamera rauskommt, also quasi das Äquivalent zur 1D X Mark II im spiegellosen Bereich, also eine Canon R irgendwas, RX wahrscheinlich oder sonst irgendwas, wie die dann heißen, eben mit dem Sensor und der Schnelligkeit, die man eben auch für Sportfotografie dann vielleicht braucht. Wir werden es sehen. Zusammen mit der Canon EOS RP wurden auch einige neue Linsen angekündigt im RF-Mount. Und zwar, ich lese es euch vor, das sind, ich glaube, bis auf eine alles L-Linsen. Und zwar haben wir einmal, was ich spannend finde, ich habe jetzt gerade für die EOS R mir das 16:35 IS zugelegt. Ich hätte es gerne in 2,8 gehabt, Lichtstärke, aber es gibt es nur in 4 mit Image Stabilizer und ich finde, das braucht man bei der EOS R, weil sie eben kein IBIS hat, also keine interne Bildstabilisierung. Und die Linsen, die jetzt rauskommen, sind bis auf die 85er Linse alle Image Stabilized, alle IS, alles IS Linsen, IS USM Linsen. Und zwar beginnt das mit der 15:35 f2.8 Image stabilisiert. Finde ich ein Knaller. Werde ich mir sehr wahrscheinlich zulegen, weil dann hat man nicht dieses Problem mit dem Adapter. Dann kommt raus die 24-70 f2.8. Die wird natürlich um einiges kleiner und hoffentlich auch um einiges billiger sein als die 28-70 2.0. Die jetzt schon draußen ist, oder objektiv das jetzt schon draußen ist. Ich spreche mal von Linse, deswegen die. Dann haben wir eine RF-Linse im Bereich 24-240, allerdings 4 bis 6,3, aber auch Image Stabilized. Das könnte, also es ist keine L-Linse. Ich gucke jetzt mal, ja, das andere sind alles L-Linsen, das ist keine L-Linse, die 24-240. Könnte auch eine Kit-Linse sein für die EOS RP. Dann haben wir die 70-200 in f2.8, auch IS-USM und die 85 f1.2 ohne IS. Also einiges nochmal an neuen Linsen angekündigt, 5 Stück insgesamt. Ich wiederhole nochmal, fasse zusammen 15-35, 2.8, 24-70, 2.8, 24-240. Die 70-200 in 2.8 und die 85 in 1.2. Da ist einiges Schönes dabei. Mich interessiert vor allem 15-35 und 24-70. Das ist so ein Bereich, das würde bei mir so ziemlich alles abdecken. Da könnte ich eigentlich alles andere, was ich habe, verkaufen und mir diese zwei Linsen zulegen. Und dann bin ich hier mit einer mit einer 2.8er Blende im Bereich 15 bis 70 abgedeckt. Das wäre ein Träumchen. Mal sehen, ich bin gespannt. Wir haben noch eine knappe Woche Zeit, bis es dann wirklich rauskommt und wir ganz genau wissen, was wir vor uns haben. Bleibt gespannt. Stay tuned.
wie man so schön sagt. Bleibt dran und natürlich wie immer, cheerio. Vielleicht nicht. Wenn nicht, dann bleibt dran. Und wenn doch, dann auch. Intro. Stay tuned, würden wir uns so schön sagen. So. Und wieder ein herzliches. Und mal wieder ein herzliches. Das ist ja nicht der Nachfolger, das ist der Vorgänger. Also es ist der Nachfolger vom Vorgänger.